Hallo RC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute der zweite Teil zum Alu-Tuning von Ragua im Really Raven, in meinem Fall 1:10 Electrocrawler. Teil 1, da haben wir ja schon ein bisschen was gemacht. Das Ganze hat sich jetzt gewichtsmäßig an dem Fahrzeug auch sehr bemerkbar gemacht und ich habe jetzt einfach gleich noch die zweite Runde bestellt, damit ich das Fahrzeug so vom Chassisaufbau her zum Abschluss bringen kann. Nach dem Aufbau von heute werde ich mich wahrscheinlich darum bemühen, auch mal eine alternative Karosserie zu finden, aber das sind dann die Schritte für die Zukunft. Heute machen wir einfach das Chassis untenrum noch komplett voll mit allem, was Ragua zu bieten hat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. So Freunde, bevor wir heute loslegen, zeige ich euch doch einfach mal, was der gute Paketbote alles gebracht hat. Und zwar für mich das jetzt nächste wichtige Upgrade sind auf jeden Fall mal die Kardanantriebe aus Stahl, Metall reinzumachen. Das heißt an der Stelle zwei Stück, eine für vorne, eine für hinten. Die kenne ich wie gesagt auch noch von meiner Zeit damals mit dem Eraser. Mal schauen, wie sie sich jetzt beim Crawlen so bewähren wird. Als nächstes haben wir die unteren Links zweimal, vorne und hinten. Ich möchte jetzt generell durch diesen ganzen Umbau einfach noch ein bisschen mehr Gewicht auf die Unterseite vom Chassis bekommen, ja, dass ich dann da einfach für die Crawler-Bewegung, für das Fahrbild, für die Herausforderungen, die ich dann mit dem Fahrzeug meistern will, einfach ordentlich gerüstet bin. Das heißt auch da zweimal Alu-Links in wunderschönem Silber rein. Dann habe ich auch noch die oberen Links, in dem Fall auch aus Silber. Und dann bauen wir oder schauen mal, inwiefern der Motorkühler mit drauf passt. Gut, ansonsten haben die Jungs wieder ein paar Aufkleber beigelegt. Das finde ich sehr toll, weil Aufkleber kann man immer gebrauchen. Und ich werde auch bald, das heißt, wir machen jetzt heute nochmal einen schönen Chassis-Content, ein bisschen Hands-on-RC. Wir schrauben einfach zusammen, wir reden nochmal über das Fahrzeug. Und dann kann ich euch jetzt schon verraten, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer alternativen Karosserie. Ich bin fündig geworden und das schauen wir uns dann gemeinsam im nächsten Video an. So, ja, ich würde sagen, holen wir mal das Auto dazu und legen los. So, Fahrzeug aufgebaut. Heute wieder mit meinem Arbeitsstand. Und ja, was kann ich euch berichten bisher? Ihr habt ja vielleicht das letzte Video zum Raven verfolgt. Die Starrachsen sind drin. Die Dämpfer habe ich jetzt, wie gesagt, umpositioniert. Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt das schon viel, viel, viel besser. Das Fahrbild von dem Fahrzeug hat sich dahingehend auf jeden Fall verbessert, dadurch, dass ich die Dämpfer in die schräge Position gebracht habe. Und meiner Meinung nach, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, wir haben ja bei dem Chassis ein sehr identisches Chassis mit dem DF-Model-Chassis. Das heißt, auch da die Dämpferstärke absolut identisch. Ich glaube, mit den Dämpfern von Ragua wird das sehr, sehr gut funktionieren. Auch jetzt schon mit dem 200er Öl. Ich war sehr zufrieden, wie das Fahrzeug, auch wer den Trailer gesehen hat, hinten auf dem Feld mit den Maulwurfhügeln, wie sich das Fahrzeug da einfach ein bisschen mitbewegt hat, hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Es war davor schon recht okay, sage ich jetzt mal, mit den Ready-to-Run-Dämpfern in der geraden Position angeschraubt. Das war okay, kann man machen. Ich denke, wenn man auch nachher bei der Karosserie sich dafür entscheidet, etwas mehr Gewicht drauf zu packen, beziehungsweise dort mit Accessoires noch zu arbeiten, dass dann auf jeden Fall die gerade Dämpferposition wieder zu berücksichtigen ist, beim ein oder anderen Mal. Ich möchte mit sagen, wenn ich jetzt beispielsweise mir nachher einen Dachgepäckträger auf die Karo setze und ich befülle diesen und ich bin natürlich dann hinten auch wieder ein bisschen schwerer, dann kann sein, dass ich mit den hinteren Dämpfern wieder auf die gerade Schraubposition gehe, um dort einfach wieder mehr Stabilität zu bekommen, weil mir nachher durch das mehr Gewicht auf einmal das Chassis dann zu viel wackelt. Ja? Das muss man dann auch immer ein bisschen so anpassen, je nach Gegebenheiten, denen man sich dann eben für entscheidet, das Fahrzeug aufzubauen. Aber wie gesagt, fürs Erste sehr zufrieden. Was auf jeden Fall dadurch schon mehr passiert ist durch die Karosserie, ist, dass in der Kurvenfahrt einfach die Karosserieschicht so ein bisschen mitneigt. Das hat mir persönlich jetzt gut gefallen. Gibt auch Leuten, denen gefällt es nicht. Aber das ist ja Geschmackssache an der Stelle. Ich fand das ganz gut. Was ich dann noch gemacht habe, damit das Ganze dann nicht ganz so viel schaukelt und schwankt, ich habe dann auch hier an den Stellringen der Dämpfer nochmal nachjustiert, bin einfach nochmal 5 mm runtergefahren auf den hinteren Dämpfern, habe vorne
etwa den gleichen Abstand eingestellt und ich hatte schon weniger Seitwärts-Schwungbewegung beim Kurvenfahren. Das sind dann Dinge, die muss man einfach ein bisschen ausprobieren, da muss man einfach ein bisschen spielen. Wie gesagt, wir waren draußen, hatten so ein kleines Plateau, da sind wir drüber gefahren und haben einfach mal das Fahrzeug beobachtet, angeschaut, dann nochmal einfach was verstellt. So kann man dann natürlich auch immer mal wieder die Einstellung nachjustieren. Okay, Reifen sind unten. Ich würde sagen, machen wir mal das Einfachste zuerst. Gehen wir unten rum entlang den Kardans und dazu müssen wir mal wieder den Blickwinkel verändern. So, legen wir los. Wir haben wieder unseren Kardan, der ja eigentlich auch nur über zwei Schraubpositionen angeschraubt wird. Das heißt hier einfach ganz normal aufschrauben. Dann könnt ihr auch die erste Seite normal ganz die Schraube ganz rausdrehen. Und dann könnt ihr den Kardan einfach so abziehen. Auf der anderen Seite das gleiche. Na, bleibt da. Ja, die Kardans bisher machen nichts anderes wie jetzt, sage ich mal, beispielsweise auch dann die Freemans vom Kardan, die sind aus Kunststoff, die pfeifen an der Stelle einfach nur, haben aber bisher jetzt auch ihren Job gemacht, ich sag mal auch hinsichtlich der Haltbarkeit, was jetzt mit dem Motor, mit den Starrachsen einfach nochmal eine bisschen andere Kraftübertragung arbeitet. Also wir haben immer noch denselben Motor, aber wir haben Starrachsen und das nicht mehr im Gegenzug zu offenen Diffs führt einfach auch dazu, dass dann schon die Antriebswellen etwas mehr belastet werden, wenn es auch nur hier an einem kleinen Level merkbar ist, aber nichtsdestotrotz. Ich denke, wenn ich da mehr Turns einbaue und der Motor auch mehr Kraft hat, dann könnte das auch vielleicht das ein oder andere Mal zu einem Bruch führen, wenn ich ihn dann zu stark belaste. So, Welle Nummer 1. Und ich habe beim Eraser schon das Szenario gehabt, dass ich zum ordentlichen Einbau schon diesen E-Sicherungsring rausnehmen muss, ja, weil ich einfach hier an der Welle selber noch ein bisschen Futter dran habe. Und das sorgt schon allein dafür, dass dann der Abstand bleibt, ja, wenn ich dann nachher auch wieder mit der Schraube verschraube. Und in dem Moment schauen wir mal ganz kurz. Aber wie gesagt, ich denke, das wird hier nicht anders sein. Ich kann es euch mal schnell nah herholen. Das sind wirklich nur Millimeter, warum das nicht geht. Da könnt ihr sehen, da habt ihr hier an der Seite, sehen wir noch den Rand. Ja. Und da komme ich dann nachher einfach nicht durch. Deswegen machen wir jetzt auch den E-Sicherungsring weg. Und dann kommen wir da auch rein. So, bevor wir das jetzt aber einbauen, gibt es noch eine Sache, die ich mit euch dann nochmal direkt bespreche, die momentan der Zustand der Sache sind. Ich habe das aber den Jungs von Ragua auch schon mitgeteilt. Und meiner persönlichen Meinung nach wäre zum optimalen Einbau dieser Teile, wir haben aktuell mitgeliefert diese Madenschrauben. Ja, die ganz normalen Madenschrauben, die wir so kennen, auch von den Motorritzeln. Und in diesem Moment muss ich hergehen und muss hier relativ präzise arbeiten und zwei Madenschrauben pro Kopf einarbeiten, die dann auf die Position vom Loch ordentlich sitzen. Und ja, für mich ist das jetzt an der Stelle ein bisschen suboptimal. Wie gesagt, ich werde es den Jungs auch noch mitteilen. Vielleicht haben die da auch eine Möglichkeit zu reagieren. Ich an der Stelle habe jetzt in meinem Sammelsurium diese Madenschrauben mit Pinstifte, ja, die ich an der Seite von einer Seite und dadurch, dass der Kopf ja auf zwei Seiten Gewinde hat, ist an der Stelle erstmal egal, auf welcher Seite ich sie einschraube. Aber wie ihr dann sehen könnt, geht einfach der Bolzenstift durch den Kopf durch und hält natürlich dann optimal auch auf seinem Gegenstück. Also deswegen, ich hatte jetzt das Glück, solche Stifte noch hier in meinem Lager zu haben. Wie gesagt, die Jungs von Ragua sind informiert. Ich denke oder hoffe, dass sie darauf reagieren werden. Und wenn ich dort eine Rückmeldung habe, werde ich das mit euch einfach im nächsten Video nochmal kommunizieren. Aber für den ersten Moment wird es auf jeden Fall funktionieren mit den Madenschrauben. Wird auf jeden Fall gehen. Ihr könnt natürlich auch schauen, ob ihr eine lange Schraube habt, die auch einen Stift irgendwo, also wenn ihr sowas nicht habt, eine Schraube, die einfach alternativ passt. Ich denke, es wird aber
dann wiederum mit einem Gewinde schwierig werden, hier durchzukommen. Deswegen sehe ich diese Madenschrauben mit Pin als die tatsächlich 100% optimale Lösung. Gut. Lieblingsbeschäftigung, E-Sicherungsringe abschieben. Okay. Bauen wir das Ganze ein. Auch hier empfiehlt sich, Schraubensicherungskleber zu nehmen. In dem Fall, ich nehme den blauen wieder her, weil ich möchte die Schrauben natürlich irgendwann auch wieder lösen. Beziehungsweise vielleicht muss ich sie ja mal wieder ausbauen oder umbauen oder irgendwas damit machen. Und dann, wie gesagt, möchte ich das auch wieder öffnen. Wenn ich jetzt da zum Beispiel den roten Schraubensicherungskleber nehme, ja, da haben wir ein bisschen was zu tun, bevor wir die Schraube aufkriegen. Auf jeden Fall. So. Hier das Ganze einschrauben. Und auf jeden Fall würde ich euch auch empfehlen, einfach etwas noch dann mit der Ausfahrt zu warten, mal mindestens eine Stunde, einfach den Schraubensicherungskleber sich festigen zu lassen. Weil wie gesagt, es sind ja Antriebswellen und die haben einfach schwer zu arbeiten. Und da wollen wir, dass die Schrauben halten. Das Schlimmste, was euch an dem Punkt passieren kann, ist, wenn ihr dann natürlich draußen im Gelände fahrt und ihr verliert dann diese Pinstiftschraube. Das ist ärgerlich. Auch alles schon erlebt. Wie gesagt, solche Schrauben könnt ihr euch auch nachkaufen, selbstständig. Dazu müsst ihr ja keine besonderen Teile kaufen. Ich gebe euch mal ganz kurz die Maße meiner Schraube durch. Wir haben eine Madenschraube mit einem 3 mm Kopf, das heißt in dem Fall M3, mit einer Länge von 11 mm. Ja, so. Also 11 mal 3 könnt ihr euch bestellen. Online gibt es wie Sand am Meer in mehrfachen, also mehrere Stückzahl im Päckchen. Und das sind Euroartikel, Centartikel. Und die kann man einfach an der Stelle wirklich immer wieder gebrauchen. Ja. Und hier bei der Innenseite vom Raven, da müsst ihr keinen E-Sicherungsring runternehmen. Da sitzt das Ganze automatisch perfekt. Ja, was gibt es zu berichten noch vom Raven? Mich hat das Fahrzeug mega abgeholt. Also ja, ich denke, man merkt, es ist da, es wird berichtet, es wird geschraubt, es wird gemacht. Genau aus dem Grund hat es mich auch abgeholt, weil es irgendwo ein Projekt ist. Wir haben diese Ähnlichkeit mit, wie gesagt, schon bereits angesprochenen, wie sagt man, Klonprodukten, beziehungsweise glaube ich, dass ja hier dieses Mal geklont wurde oder wie auch immer die historische Geschichte zu dem Fahrzeug nachher auch aussieht oder zu dem Chassis. Auf jeden Fall, das Chassis gibt es öfters im Markt. Ich habe euch auf dem Kanal schon mal den DF Models gezeigt und ja, finde es da einfach ein bisschen spannend, weil das ja eigentlich eher auch ein Low-Budget-Fahrzeug ist und man aber, wenn man sehr Tuning-begeistert ist, beispielsweise wie ich, ja, ich mache das jetzt mal an dem Beispiel von mir selber, weil ihr kennt mich jetzt so ein paar Tage mal hier auf dem Kanal, wer ihn auch schon länger verfolgt. Wer nicht, das ist wieder die Gelegenheit. Abonnieren, Glocke für Benachrichtigungen und ein Like da lassen. wenn es denn auch gefallen hat. Ja, genau. Und wieder zurück. Und dann kann man das halt auch einfach betreiben. Das geht. Ich kann da einfach ein bisschen Geld rein versenken, wenn ich da Bock drauf habe. Weil das ist ja der Bereich, von dem wir reden. Wir reden ja hier nicht von müssen. Wir reden auch hier nicht von, ich will euch dazu animieren. Natürlich zeige ich euch die Teile, die ich einbaue. Und natürlich sage ich euch auch, wo ich sie eingekauft habe. Oder habe dann auch mal so ein Fläschchen mit einem Logo rumstehen. Ne? Ich meine, das ist alles selbsterklärend. Wie gesagt, ohne Logos geht es nicht. Ich bin eh schon jedes Mal irgendwie immer, ich meine, jeder weiß trotzdem, was ich benutze. Aber ich hebe schon immer die Rückseite des Etiketts ins Bild, weil ich ja eigentlich nicht permanent Werbung für irgendjemand machen will, aber man kommt ja eigentlich in dem Moment gar nicht so wirklich drum herum. Ja, der Kardan ist auch so gut wie eingebaut. Ich denke, wie gesagt, beim Crawlen werden da die Kräfte anders auf das Ganze wirken. Daher sehe ich das jetzt bei mir im Setup auf jeden Fall als notwendig.
Und ganz ehrlich, ich stehe auch auf das Bling Bling. Ich habe jetzt da Bock drauf, einen Crawler einfach mal ein bisschen glänzen zu lassen. Ich meine, meine Crawler sind nicht hässlich, um Gottes Willen. Ich habe beim Freeman mich damals schon verausgabt, aber da sind wir ja am selben Thema. Der Really Freeman, an der Stelle auch ein Chassis, was ich super, super, super tunen kann, als jemand, der da auch Bock drauf hat. Ich kann es aber auch fahren, wie es ist, dann ist das auch gut. Und ich habe in denen schon alles eingebaut, was geht. Ich habe da mich auch kreuz und quer im Markt bedient. Dann bei meinem TRX4, da bin ich irgendwie, wie will man sagen, also ich habe jetzt nicht die Ambition, dort noch viel Geld reinzustecken. Natürlich wird da vielleicht das ein oder andere Tuning noch kommen, vielleicht auch mal beginnend von einem vernünftigen Crawler ESC, nicht, dass der von Traxxas nicht vernünftig wäre, allerdings ist er nicht ganz so gut, wie jetzt beispielsweise auch den, den ich schon von Hobbywing verbaut habe, also in meiner persönlichen Meinung. Da komme ich mit dem Hobbywing-Regler einfach ein bisschen besser klar. Und deswegen habe ich auch gesagt, im TRX hätte ich das auch gern drin, damit ich dann da einfach ein bisschen feinfühliger noch sein kann. Die Fernsteuerung finde ich da nach wie vor nicht schlecht, aber es wäre mit Sicherheit wahrscheinlich auch ein Unterschied, würde ich die Fernsteuerung am TRX mal verändern. Aber zuerst verändern wir mal den Kamerawinkel und dann mal noch das Licht. Na, ich glaube hier drüben, nee, das war ganz gut da, wo es war. Blendet nur mich, alles gut. Genau, andere Funke am TRX wäre vielleicht auch mal eine Sache, aber das sind alles noch so Steps, die kommen dann mit der Zeit. Wie gesagt, ich genieße das Fahrzeug, da es wirklich ready to run schon sehr, sehr, sehr gut ist und vom Niveau her, ja, also der Freeman mit All-In, will ich sagen, und der TRX als ready to run, die sind dann schon nah beieinander. Was sie ja auch preislich dann sind und deswegen passt es ja auch. Nur genieße ich das einfach gerade beim TRX noch so ein bisschen, dass der einfach da noch nicht so viel finanzielle Aufmerksamkeit braucht und lass den mal so weiterlaufen. Beim Raven habe ich mir ja bewusst ein Projekt ausgesucht, das ich dann verändern kann. Also wo ich das Fahrzeug verändern kann. Und zwar so wie ich es dann schon mal erzählt habe, wie ich es dann auch mit dem Eraser tun wollte. Und das findet halt jetzt an der Stelle einfach mit dem Raven statt. Man braucht ja was zu tun. Und ich kann euch sagen, die Karo, die ich dafür geplant habe, die wird auch geil. Und da werde ich mir die Anbauteile auch versuchen, selber aus dem 3D-Drucker zu machen, weil ich da dann die Möglichkeit habe, zumindest mal vom Thema her, was Scaliges zu machen. Es wird halt groß werden in dem Moment, also ein großes Scale-Projekt. Aber das war ja auch schon immer irgendwo so ein Gedanke, der mich seit letztem Jahr nicht losgelassen hat, einen etwas größeren Crawler zu haben, einfach für die einfacheren Einsätze, beziehungsweise wäre es vielleicht auch mal interessant, einen Anhänger oder sowas zu haben, wo vielleicht ein kleines Mini-RC drauf ist, ein Boot, keine Ahnung, irgend sowas in die Richtung, womit man einfach dann ein bisschen Content machen kann, zusätzlich zu dem, was man sonst so macht. Oh, das sieht doch schon viel besser aus, oder? I love it! Very much. Ja, genau. Das wird einfach auch so ein kleines Showprojekt, sage ich jetzt mal. Etwas, wo dann Videos drehen, womit man einfach ein bisschen andere Themen machen kann. Mache ich mit meinem Bronco, mit meinem Freeman ja dann trotzdem. Es wird eigentlich nur eine Ergänzung geben. Und ich denke, rein von den Crawler-Projekten habe ich dann mal drei, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Ich glaube, das ist an der Stelle auch genug. Bevor da dann nochmal einer ins Haus kommt, müsste ich dann erstmal einen abschaffen. Und abschaffen ist aktuell nicht das Thema. So. Link Nummer 2. Ansonsten, das Fahrzeug macht Spaß. Ich persönlich kann es tatsächlich einfach für den Einstieg empfehlen, zum 10. Mal, glaube ich. Wie gesagt, wenn jemand ein bisschen unschlüssig ist, was es werden soll, auf jeden Fall ein cooles Ding. Nach wie vor, Männers, die schon länger dabei seid, fühlt es euch lediglich angesprochen, wenn ihr Bock habt, wie ich, einfach was mal aufzuhübschen, aufzubasteln und, naja, für die Lust und Laune halt eben. Ja, das ist nichts, wo ich sage, boah, da müsst ihr euch verausgaben, weil da hatten wir, also da hatte dieses Chassis schon seine Zeit, will ich damit sagen. Ich denke, so der Axial Rave war ja da schon so
ein kleiner Hyper, der durch die Decke ging. Und ich denke, deswegen gibt es ja auch vielleicht diese Chassis-Konstellation in mehreren Ausführungen jetzt auch noch mal ein bisschen günstiger. Und ja, da kann man auf jeden Fall mal einen ganz guten Einblick bekommen. Man kann mal seinen Einstieg machen, man kann reinschnuppern. Wie gesagt, aufgrund der Zweigang-Thematik habe ich einfach dann keine so eine große Gefahr, wenn es dann an die Juniors geht, wenn dann die Kinder fahren, dass die dann irgendwie zu schnell unterwegs wären oder dann nachher irgendwo reinfahren, reinkollidieren. Das wird mit dem Fahrzeug, wenn es passiert, keinen großen Schaden geben. So, also Freunde, jetzt schon wesentlich schwerer wie der Hinterteil, ja. Und das gefällt mir schon mal richtig gut. Das schauen wir uns aber nachher doch jetzt einfach nochmal aus der Nähe dann gemeinsam an. Ich würde jetzt die vorderen Links einbauen, die unteren, um den Content nicht allzu lang in die Länge zu ziehen, und schalte euch gleich nochmal dazu, wenn es an die Y-Gabeln geht. Bis gleich. Bauen wir die oberen Links ein. Wie gesagt, das Fahrzeug an der Stelle ist wirklich sehr, sehr leicht verständlich und man kann die Teile sehr zügig einbauen. Wir sind jetzt irgendwo, sage ich mal, im Bereich von einer Stunde, wo ich aber noch nebenzu für euch hier ein Video mitdrehe. Aber nichtsdestotrotz, ich empfinde das als eine sehr angenehme Arbeit. Ich brauche auch eigentlich im Großen und Ganzen vier Werkzeuge, um an dem Auto zu arbeiten. Erstens mal eine Kombizange oder eben eine Zange meiner Wahl, weil das ein oder andere Teil muss ich dann mal mit der Zange nehmen. Dann brauche ich einen 2,0 Innensechskant, einen 2,5 Innensechskant und einen 5,5 Minigabelschlüssel. Und dann bin ich schon angezogen. Es ist einfach schön. Den Großteil der Chassisschrauben schraubt ihr mit dem 2,5er. Den Großteil der Motorschrauben oder eben auch Schrauben für die Lenkköpfe oder für die hinteren Achsenden und so weiter und so fort. Das sind dann Dinge, die ich mit dem 2,0 schraube. Und wie gesagt, meinen Gabelschlüssel, den habe ich dann für die ein oder andere Mutter zum Halten. Und dann bin ich eigentlich schon mit meinem Werkzeug, das ich brauche, durch. Also wir haben jetzt hier schon ein Fahrzeug, das keinen Schraubenzieher mehr benötigt als solches. Weder Schlitz noch Kreuz. Und ja, ist ja mal nicht schlecht an der Stelle. Man muss sich hier nicht die riesen Werkzeugtasche zulegen, sondern es reichen dann, sage ich mal, so die Grundausstattungen, wo ich mir auch mal günstiger zulegen kann. Ich meine, so ein Innensechskant-Set, wenn ich das kaufe, kann mal so 20 Euro kosten. Okay, dann reden wir von was Günstigem. Die gibt es ja auch schon wesentlich teurer. Ja, eine Zange, 4, 5 Euro im Baumarkt. Und Minigabelschlüssel, da gibt es beim einen oder anderen Händler so kleine Sets. Die sind auch nicht teuer, 7, 8 Euro. Und dann habt ihr das. Und ich kann auch die Mini-Gabelschlüssel nur empfehlen. Die sind wirklich an der Stelle eine tolle Anschaffung gewesen für mich. Weil wenn ich jetzt einfach immer solche Sachen habe, dann muss ich da nicht groß rumfingern mit der kleinen Mutter, sondern kann einfach mit meinem Gabelschlüsselchen ran. Und dann passt das. So, das passt jetzt hier auch mal. Nochmal wieder ein bisschen Werkzeug, dass das da alles durchgeht. Kommt die Kontermutter drauf. Ja, die fliegt erstmal runter. Vielleicht nehme ich jetzt auch einfach mal sowas. Boxschlüssel. Ja. So, die vorderen sind eingebaut. Kommen noch die hinteren dran. Was ich jetzt mittlerweile auch schon rausgefunden habe und was ich tatsächlich nochmal zurückarbeiten muss, ist den Traxxas-Motor. Dadurch, dass wir ja von 21 Turns reden, generell
Werde ich erstmal wieder den Rally-Motor reinbauen mit den 21 Turns, weil ich jetzt die Situation habe, dass aktuell die Motorstange von dem Traxxas-Motor länger ist wie die beim Rally und die nicht die Gehäuseabdeckung drauf lassen. Beziehungsweise ich müsste jetzt hier in die Gehäuseabdeckung ein kleines Loch reinbohren, dass dann das Reststück der Stange rausschaut. Das passt irgendwie da noch nicht so ganz. Da muss ich auch drauf achten, würde ich mir dann jeweils mal oder dann noch mal einen anderen Tauschmotor bestellen, dass dann da die Motorwelle kürzer ist. Weil wie gesagt, wenn sie zu lang ist, haben wir auch schon mal ein Problem mit dem Teil. Eventuell könnte ich jetzt auch hergehen, mal gucken. Das Teil ist an der Stelle jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Das könnte ich eventuell sogar im 3D-Drucker nachzeichnen und mir vielleicht dann einfach noch mal selber und in einer schönen Farbe ausdrucken. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, aktuell, ich bin dann richtig krass und fahre einfach mal ohne Motorabdeckung in letzter Zeit rum. Aber es waren ja in letzter Zeit auch ein bisschen mehr Testfahrten. Da geht das dann schon. Dauerhaft will ich das jetzt eigentlich nicht machen. Weil wie gesagt, wenn ich dann irgendwie über Steine oder sowas komme, das sitzt dann doch unten einfach in der Mitte und dann können da die Dinge reinfallen. Also es ist suboptimal, es offen zu lassen. Deswegen ja, werde ich auch schauen, dass ich da relativ schnell eine Lösung finde, das Ganze wieder zu verschließen. Worst Case kommt der Rally-Motor wieder rein. Weil wie gesagt, ich habe jetzt mit dem Traxxas-Motor, dadurch, dass jetzt auch die Diff-Adapter drin sind, also die Kaltstahl-Adapter, die machen ihren Job natürlich à la Bonheur. Wäre ja auch komisch, wenn das anders wäre. Und ja, da kann ich jetzt erstmal mit der Motorleistung, mit den 21 Turns ganz gut arbeiten. Zudem ich ja, wie gesagt, mit ihm nicht so richtig krass crawle, sondern eigentlich eher, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, laienhaft ausgedrückt, eher traile. Aber ich bin immer irgendwie der Auffassung, trailen ist doch mit Anhänger. Leute, wenn ihr mir da mal ein bisschen was erläutern könnt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Weil wie gesagt, Trailer kenne ich von Anhänger. Englisches Wort Anhänger. Und jetzt gibt es ja aber auch den Canyon Trail, also den sogenannten Canyon Weg, also den Pfad. Ja, und genau. Was macht man denn beim Crawlen, wenn man einfach nur über leichtes, hügeliges Gelände fährt und quasi nicht die Steine erklimmt? Ist dann das tatsächlich Trailen? Oder ist dieser Begriff nur anzuwenden auf Fahrzeuge, die einen Hänger ziehen? Da könnt ihr mich mal vielleicht schlauer machen. Würde mich freuen, wenn ihr unten was reinschreibt. So, das sind aber immer so Fragen, ne? Ich meine, wir sind halt oder ich bin relativ neu. Das Thema hat mich abgeholt. Die einen oder anderen würden wahrscheinlich denken, ich habe meinen Lebtag auf dem Kanal noch nie was anderes behandelt wie Crawler. Aber es ist tatsächlich nicht so. Und mich hat es unheimlich abgeholt. Für mich ein sehr entspanntes Thema. Hat mir auch diese ganze Zeit mit Corona eigentlich sehr den Rücken gestärkt, muss man einfach auch so sagen. Hat die Psyche ein bisschen aufrechterhalten, weil man wirklich einfach nur gezwungen war, entweder daheim zu sitzen oder man hat wenigstens noch die Alternative gehabt, als Familienvater spazieren zu gehen. Und wenn man jetzt natürlich noch RC-Enthusiast ist, dann hat man den Spaziergang natürlich gleich ordentlich mit einer Ausfahrt verbunden. So, und das, meine lieben Freunde, hat dann wirklich dazu geführt, dass einfach auch diese ganze Gesamtsituation etwas erträglicher ist, wenn man es jetzt mal nur auf den privaten Bereich bezieht. Ja, deswegen, ich forciere das Hobby, weil es auch dann in schweren Zeiten mal ganz hilfreich sein kann. Und es kostet Geld, natürlich. Ich kann es momentan vielleicht auch nicht ganz so vollumfänglich spielen, wie ich das sonst bisher immer auch so gewohnt war. Bei mir ist natürlich auch dieses Jahr noch, was heißt natürlich ist das nicht, aber zum Glück haben meine Frau und ich nochmal den zweiten Nachwuchs bekommen. Das muss man an der Stelle auch immer mal noch berücksichtigen. Also ich muss das berücksichtigen, weil an meiner Position ist mir da erstmal egal, was Dritte darüber denken. Also bitte das jetzt nicht als einen Angriff werten gegen euch, sondern ich habe ja wirklich Verantwortung noch gegenüber meiner Familie und kann das Hobby so weit spielen, wie da die Familie natürlich mitmacht und muss natürlich gucken, die haben Priorität, die brauchen Nahrung, die brauchen Kleidung, die brauchen ein Dach über dem Kopf. Ja? Die kann ich nicht in meine RC-Autos reinpacken und sagen, da bleibt sie jetzt, da ist sie Drucker. Und warte, mach nur 5 Wheelies, dann haben wir es auch noch schön warm da drin. Nein, also Leute, ihr wisst doch, was ich hinaus will. Das soll jetzt auch kein Mimimi sein, sondern einfach mal zur Abwechslung mal was total Ernstes hier auf dem Kanal.
Wo ich jetzt aber auch schon einen Punkt setze. So, wir haben die oberen Links nämlich verbaut. Yes. Das ist doch einfach mal die geilste Nachricht. Und ich würde sagen, ihr guckt euch das jetzt mal in aller Ruhe aus der Nähe an. So, Freunde, das war der Mini-Porn, einfach nur für euch. Ja, wir sind fertig, soweit so gut, an der Stelle. Ja, Kugellagertausch, den verschieben wir, weil Kugellager sind jetzt drin und ich bin mit denen schon gefahren und ich glaube, ich war mit denen auch schon in der Feuchtigkeit und ich hebe mir das einfach bis zur nächsten Wartung auf. Das ist ja an der Stelle nicht so tragisch. Normalerweise sollten die Kugellager auch ganz gut halten, weil ich möchte vermeiden, mit diesem Fahrzeug zu wassern, zumindest mal nicht in tiefes Wasser zu fahren, dass wir uns vielleicht mal so bis zur Hälfte, so nicht ganz Motortiefe, dass der Motor vielleicht noch oben bleibt. Das können wir dann mal machen, größere Pfützen für schöne Fotos und dann wird nach dem Sommer mit Sicherheit die erste Wartung folgen. Für heute sind wir fürs Erste fertig. Wir haben mal soweit, und tatsächlich der Motorlüfter geht leider nicht. Also wir haben unabhängig auch von der Größe am Fahrzeug selber für den Lüfter keinen wirklichen Platz. Ja, werde ich den Jungs dann einfach auch nochmal mitteilen. Rein von der Größe her wäre es gegangen, auf den Motor aufzustecken. Also das sah jetzt für mich einfach noch kleiner aus, wäre aber passend. Man würde ihn einfach mit ein bisschen mehr Schwung draufklemmen, dann würde das gehen. Wie gesagt, aufgrund vom Kopf wird es ein bisschen schwierig. Ich müsste es jetzt tatsächlich nochmal vom Motor her ausbauen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir oben beim Schaltservo ein bisschen Schwierigkeiten kriegen mit der Größe. Nichtsdestotrotz würde mit Sicherheit nachher noch gut aussehen, wenn der da drin sitzt. Sollte der irgendwie reingehen, wird man das im nächsten Video sehen, weil es wird ein nächstes Video dazu kommen. Wir haben jetzt für heute mal die Ragua-Teile eingebaut. Wer das letzte Video gesehen hat, unbedingt den ESC umstellen. Ja, ich habe auch jetzt mittlerweile schon umgelötet auf T-Plug, weil ich das Fahrzeug mit einem 2S Lipo betreibe. Habe dann den Crawler-Mode im ESC programmiert. Ich sage es euch mit der Hillbrake und jetzt auch der anderen Funke. Perfekt. Jetzt fürs Erste. Wie gesagt, Alu-Tuning soweit mal abgeschlossen. Wir werden nochmal einen Content machen. Wie gesagt, werden das Thema alternative Karosserie dann einfach angehen. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen was gerade schon bestellt, was wir dann dazu brauchen. Habe auch die Karosserie bestellt und werde die Anbauteile aus dem 3D-Drucker versuchen umzusetzen. Das war jetzt wieder ganz geiles Deutsch. So, das lassen wir aber genauso stehen, den Satz. Ja, wir sind ja hier ungefiltert, unzensiert und ich bin absolut nicht eitel. Wen's nervt, okay, mea culpa. Aber ich bleibe so, wie ich bin. Ja? Wir haben jetzt fürs Erste den mal soweit umgebaut. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach nochmal rausgehen, mit ihm ein bisschen was ausprobieren, beziehungsweise mal gucken, wie das Mehrgewicht, weil wir haben jetzt schon, ich würde sagen, mal mindestens ein halbes Kilo mehr auf dem Chassis, wenn nicht sogar fast bald ein Kilo. Ist richtig schwer geworden, der Bursche.
Und da bin ich jetzt einfach auch mal gespannt, wie er jetzt draußen performt. Er müsste natürlich jetzt auch für das Thema des Crawlens auf jeden Fall ein bisschen mehr können. Hinsichtlich der Karosserie, die kommt, die wird ein bisschen größer, da muss er nachher was aushalten. Was mir tatsächlich auch noch fehlt, sind Radmitnehmer aus Aluminium. Momentan fahre ich noch die Plastikkappen, also die, was Ready to Run mitgeliefert waren, was jetzt auch an der Stelle noch kein Problem ist. Ich fahre auch momentan ja noch mit den Kunststoff-Bedlock-Felgen und ich werde sehen, ob sich jetzt dadurch, dass das Fahrzeug ein bisschen mehr Gewicht hat, ob sich jetzt da was verändert. Sollte sich jetzt da der Kunststoffreifen etwas abreiben, okay, dann weiß ich das dann auch mit der Zeit. Dann wäre die nächste Instanz mal Metall-Bedlocks und eben auch Aluminium-Radmitnehmer. Und dann wird wieder getestet und getestet und getestet und getestet. Bei den Reifen an sich, für die 40 Euro, wo man da investiert, mit quasi jetzt wirklich 2.2 Bedlock, Schaumstoff und Reifen mit dabei, ist nichts verkehrt. Ich muss ehrlich sagen, die arbeiten sich wirklich gut über vieles drüber, auch dadurch, dass sie ein großzügiges Profil haben, große Noppen haben, arbeiten sie sich auch an den Steinen mal ganz gut hoch. Ich denke, es könnte vielleicht auch so sein, dass sie sich mit der Zeit noch ein bisschen weicher machen, wenn man natürlich ein bisschen mehr gefahren ist. Mir ist auch aufgefallen, dass nur ein Luftloch in der Felge drin ist, das auch noch relativ klein ist. Das heißt, die Luft kann schon nicht allzu schnell rauskommen. Ich denke, dem könnte ich noch nachhelfen, indem ich die Felgen nochmal abschraube, komplett aufmache und vielleicht auf zwei Seiten eben ein etwas größeres Loch mache. Wir haben jetzt ein Loch in der Größe von vielleicht einem Millimeter, maximal zwei. Und vielleicht macht man das einfach mal auf 3 oder 4 Millimeter und macht auf beiden Gegenseiten mal ein Loch. Dann könnte auch hier der Knautscheffekt nochmal ein anderer werden. Natürlich habe ich dann auch die Situation mit dem Wasser, dass dadurch Wasser schneller eindringt. Aber wir haben natürlich dann auch den Vorteil, dass Wasser auch wieder schneller rausgeht. Also von der Seite betrachtet wird das, glaube ich, ganz cool werden. Ich denke, das ist der Mod, den machen wir dann mal vielleicht auch gemeinsam im nächsten Video mit der Karosserie zusammen. Wie gesagt, jetzt aktuell möchte ich nicht zu viel verändern. Ich habe jetzt die Aluteile neu eingebaut. Die Starrachsenadapter habe ich schon separat getestet. Deswegen jetzt nochmal mit gleichen Reifenkonditionen das Gewicht des Chassis ausprobieren. Und wenn ich da soweit zufrieden bin, dann werde ich an das Thema Reifen rangehen. Dann kommt das Thema Karo und irgendwann da dazwischen binden wir auch eine neue Funke drauf. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Immer wieder toll, dass ihr euch die Zeit nehmt, mein Gelaber euch reinzuziehen. Ich mache es aber echt gern. Mir macht es Spaß. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Waxers RC TV. Bleibt gesund und habt Spaß mit euren Autos.